Die Fans des SV Werder Bremen haben einen neuen Liebling. Elgero Elia, holländischer Neuzugang von Juventus Turin. Beim Testspiel gegen den FC Aberdeen im Oldenburger Stadion am Marschweg standen neben Elia auch die Neuverpflichtung Nils Petersen und Theodor Gebrselassie auf dem Platz. Nach dem positiven Verlauf der bisherigen Vorbereitung herrschte Optimismus in der neu strukturierten Mannschaft. Die Neuzugänge, die gekommen sind, haben wir gut integriert, alles nette Jungs und ich bin eigentlich voller Euphorie. Und die Werder-Spieler bestätigten, dass das Team auf dem richtigen Weg ist. Dank eines Tores von Elgero Elia in der 24. Minute gewannen die Bremer mit 1:0 gegen den schottischen Erstligisten. Wir können mit der Leistung heute, glaube ich, sehr zufrieden sein. Wir haben, glaube ich, uns sehr engagiert präsentiert und wollen unseren Weg weitergehen. Und ich glaube, dass wir das heute sehr diszipliniert durchgebracht haben. Die neue Nummer 1 im Tor brauchte nur selten ins Spiel eingreifen. Und so hatte Sebastian Mielitz genügend Zeit, seine Vorderleute zu beobachten und kam zu der gleichen Erkenntnis wie Thomas Schaaf. Man hat die Trainingseinheiten jetzt gesehen, sie zehren langsam, aber man hat auch gesehen, wir haben vieles gut gemacht, vieles umgesetzt, was der Trainer uns vorgegeben hat und ich fand den Test okay. Ein zufriedenstellender Abend für alle Beteiligten beim Gastspiel in Oldenburg. Sogar die ca. 40 angereisten schottischen Fans des FC Aberdeen feierten trotz der Niederlage im Gästeblock weiter. Nur einer äußerte sich noch etwas verhalten. Ausgerechnet der neue Bremer Fanliebling Elgero Elia spielte die Bedeutung seines Siegtores herunter. Meine Vorbereitung oder Tor machen ist für mich nicht belangreich. Ich muss in der Bundesliga muss ich Tor machen. Den Fans war das egal. Sie feierten ihre grün-weißen Helden. Elia! Elia! Und darüber freuten sich die Werderaner nach zwei wenig erfolgreichen Jahren sichtlich.